Freunde, ihr fragt immer wieder, Maxim, was sind deine Geheimtipps aus der Drogerie? Und ich dachte mir, ich zeig's euch ganz einfach. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal die Fakten auf den Tisch. Welche Produkte aus der Drogerie habe ich hier, über die viel zu wenig gesprochen werden, die viel mehr können als das, was sie eigentlich können sollen? Die zeige ich euch heute. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust auf eine neue kleine Runde Drogerie-Geheimtipps. Ich habe hier wirklich von Skincare bis zum Thema Make-up bis zum Thema Haushalt alles mit dabei und ich bin ganz gespannt, ob ihr vielleicht nicht auch noch das ein oder andere Schätzchen gefunden habt. Dann schreibt es mir und der Community lieben gerne in die Kommentare und wir verlieren gar nicht so viel Zeit und starten direkt mit dem ersten. Das ist, glaube ich, das einzige Produkt, was keine zweite Verwendung hat. Für mich bisher zumindest nicht. Aber ich nehme es euch trotzdem nochmal mit rein. Denn meine Haare und ich, das ist ein Thema für sich, haben wir neulich schon drüber gesprochen, kam ganz gut bei euch an. Ich habe aber das hier für mich entdeckt. Im Prinzip ist es völlig egal, welches aus welcher Reihe es ist. Das ist in diesem Fall das Argan-Volumen-Puder. Gibt es mit Arganöl, das war glaube ich mal auf diesem Trendturm. Gibt es mit Blütenwiesenduft, gibt es mit Bienchen und Blümchen, gibt es mit Gurken und Paprika. Ist völlig egal, was da drauf steht. Hauptsache es ist von Isana, nämlich der Eigenmarke. Wir haben hier auch heute nur Eigenmarkenprodukte mit dabei. Ganz spannend vielleicht. Und dieses Puder gibt euch einfach Grip in die Haare. Gerade wenn ihr zwei Probleme habt. Entweder ihr habt so sehr plattes Haar, sehr dünnes, sehr feines Haar, gibt das wirklich Grip. Die Haare fühlen sich so ein bisschen rauer an, die reiben ein bisschen mehr aneinander. Du kannst sie so ein bisschen in Form bringen und du hast einfach so ein. Es ist im Prinzip ein trockenes Haarspray, um einfach mehr Volumen mit reinzukriegen. Wenn der Haarwaschtag vielleicht einen Tag überschritten wurde, das ein bisschen auf dem Ansatz kurz einmassieren. Du hast nicht nur A-Volumen, sondern auch diese Mattierung durch diesen Pudereffekt, ähnlich wie so ein Trockenshampoo, kostet ein Apfel und ein Ei. Vielleicht 1,99 Euro, nicht so viel, ist für mich aber wirklich immer die Grundlage für meine Haare. Ich style mir die mit dem Dyson, hab vorher vielleicht ein Salzspray drin, lass das auskühlen, mach das Volumenpuder rein, knete das richtig, richtig schön ein und erst dann gehe ich mit einer Pomade oder einem Gel und einem Haarspray mit rein, um das Ganze nochmal wirklich punktuell in Form zu bringen. Wir hüpfen einmal kurz so ein bisschen zu Skincare rüber. Und da habe ich das hier von Isana. Das habe ich mir jetzt schon ein paar Mal nachgekauft, weil ich das ziemlich spannend finde. Das ist aus der Wirkstoffreihe von Isana, die 0,3% Retinol, das Retinolkonzentrat. Ich muss dazu sagen, die Retinolkonzentration und das in Retinol, was hier mit drin ist, ist jetzt nicht unbedingt das allerbeste, um es wirklich als Retinol fürs Gesicht zu benutzen. Aber, und dafür mag ich es persönlich sehr, sehr gerne, ihr habt hier einmal eine Ampullenkur. Könnt ihr entweder eine Woche komplett durchnehmen oder ihr nehmt das punktuell und das mache ich meistens. Ich arbeite damit gerne an Stellen, wo ich vielleicht nicht so einen krassen, starken Effekt brauche, sondern eher so einen leichten, ganz zarten Effekt auf den Händen, auf den Handoberflächen, um vielleicht so ein paar Altersflecken vorzubeugen, an den Füßen, um die trockenen Hautstellen so ein bisschen loszuwerden oder einfach auch dafür ist es vielleicht für euch ganz spannend, um überhaupt mal an Retinol ranzukommen. Das ist ein sehr mildes Retinol, würde ich sagen, was nicht so, das hat nicht so Power. Also wenn ich mir überlege, hier beispielsweise das von The Ordinary, das ist ein Retinalserum, also noch konzentrierter, noch wirksamer. Ihr müsst euch vorstellen, Retinaldehyd ist das Produkt und je nachdem, in welcher Form es in dem Produkt drin ist, geht es auch in die Haut. Es muss ja von der Haut umgearbeitet werden, dass es verarbeitet werden kann. Da ist Retinal ein Schritt näher dran, demnach auch wirksamer und demnach aber auch sehr viel aggressiver als das hier beispielsweise. Also wenn ihr gerade vielleicht mal mit Retinol anfangen wollt, wenn ihr euch mal so ein bisschen was Gutes tun wollt und langsam damit anfangen wollt, ist das eine ganz gute Sache. Ihr habt hier aber auch noch niedermolekulare Hyaluronsäure mit drin, die wirklich schön tief in die Haut eindringt. Das ist, also ich würde es nicht unbedingt als Retinol-Retinolserum, sondern es ist ein Retinol-Glow-Jugendlichkeitsampullenkur. Den könnt ihr euch aber gerne mal anschauen. Die Isana Wirkstoffreihe ist eh eine meiner Favoriten und mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen nehme ich das Produkt hier auch nochmal mit rein. Das ist dieser Milky Toner. Nicht nur fürs Gesicht, sondern gerade auch für den Körper ist der spektakulär gut. Ich benutze ihn im Moment tatsächlich viel, viel lieber im Körper als im Gesicht. Einfach so ein bisschen auftragen, so eine recht dicke, weißliche Textur. Zieht super schnell ein und ist für mich die
schnellste Möglichkeit, meinen Körper zu pflegen, im Gegensatz zu einer Bodylotion. Eine Bodylotion, die schmiert ab und zu ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht so ein bisschen klebrig ist. Auftragen, einmassieren. Es kühlt natürlich auch so ein bisschen, ne? So ist so das Gefühl, weil es einfach verdunstet und dann habt ihr eine richtig schöne, gepflegte Haut. Ist Glycerin und Hyaluronkomplex mit drin. Das heißt, die Haut wird einmal mit Feuchtigkeit versorgt und Glycerin sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit auch in der Haut dann bleiben kann. Beruhigt so ein bisschen die Hautschutzbarriere und oder unterstützt die Hautschutzbarriere und gefällt mir auch von den Inhaltsstoffen eigentlich ziemlich gut. Ich benutze das sehr gerne. Es ist sehr einfach zu benutzen und gerade am Körper ein absoluter Volltreffer, würde ich sagen. Ihr kennt mich ja, ich bin nicht so die größte Eincrememaus. Ich möchte, dass es schnell geht. Wenn ich mir jetzt hier die Creme auch noch mit rübergebe, kann ich natürlich auch noch mal so eine zweite Schicht mit rübergeben. Aber gerade im Sommer, wenn ihr sagt, okay, ihr habt vielleicht am Rücken nicht ganz so viel Sonnencreme getragen, wie ihr es vielleicht hättet tun sollen, wie so ein After-Sun-Produkt. Probiert das mal aus. Kostet, glaube ich, 2,89 Euro, 3 Euro. Love it, love it, love it. Seid ihr bereit für den Hausmaus-Trick. Ich habe noch eine Sache, diese hier. Dazu kommen wir gleich, bevor wir das machen, weil es gerade so schön in das Skincare-Thema passt. Werde ich oft nach meinem Skincare-Make-up-Routine-Mäuschen für den Sommer gefragt. Und ich weiß es, dass es viele jetzt sehr, sehr freuen wird, denn Jipora hat wieder einen Summer Sale und diesmal spektakulär gut. Vom 27.07. bis zum 4.08. gibt es einfach 30% Rabatt auf alles. Das ist mehr, als ich mit meinem Code sonst kriege. Meistens sind es 20% oder 15%. 30% Rabatt auf alles. Und dafür gibt es auch keinen Code. Also ihr habt einfach den Link unten in der Infobox stehen für euch. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist eine gute Möglichkeit, um die Marke einmal kennenzulernen oder um ein kleines Backup mitzugeben. Ich zeige euch mal vier Produkte, die für mich gerade im Sommer sehr, sehr gut sind. Eine Empfehlung gebe ich euch noch mit. Die habe ich leider nicht mehr hier. Das ist die neue After Sun Maske. Love it. Super Feuchtigkeitsspendend, super kühlend, super pflegend. Könnt ihr euch gerne mal mit anschauen und noch in den Warenkorb packen. Aber es ist so eine schnelle Runde und ich habe euch das Ganze eben mitgefilmt. Denn das, was ihr hier seht, ist ein Full Face Jipora so ungefähr. Ich starte wie immer und auch meistens am Abschluss dann nochmal mit dem The Mist Have. Es ist ein schöner, lavendeliger Duft. Hyaluronsäure, super erfrischend, super kühlend, ist ganz, 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 ganz leicht mild, könnt ihr immer benutzen. Morgens, mittags, abends zum Mittagessen einmal nochmal schnell so ein bisschen zum Erfrischen. Gibt es in groß, gibt es in der Reisegröße. Liebe ich sehr. Das ist so ein All-Time-Favorite-Produkt, weil du damit so viele verschiedene Dinge machen kannst. Und damit habe ich meine Haut auch eben vorbereitet, bevor ich dann mit der Make My Day Cream gearbeitet habe. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege, sehr mild, nicht fettend, aber eine ganz besondere Eigenschaft hat sie. Und zwar ist da Zika mit drin. Und vielleicht habt ihr schon mal von mir auch gehört, Zika nennt sich auch Tigergras, denn Tiger, wenn sie in dem schweren Dschungel leben, eine Verletzung zugezogen haben, tendieren dazu, an eine Zika-Pflanze zu gehen und sich daran zu reiben. Denn Zika ist dafür bekannt, wundheilungsfördernd zu sein. Und das ist hier mit drin. Super gut, wenn ihr vielleicht auch so kleine Unreinheiten habt. Ich habe jetzt hier beispielsweise was gehabt, habe dann von nochmal ein bisschen mehr Pflege hier auf den Halsbereich gegeben, einfach um die Haut zu beruhigen. Und jetzt passt auf, ich lese nämlich eure Kommentare und da muss ich ganz kurz drauf eingehen. Gerade bei der Cushion Foundation ist es mir aufgefallen, dass viel Kritik war, dass es zu glowy war. Natürlich ist es sehr, sehr glowy gewesen. Das ist ja auch das Ziel dieses Produktes. Aber ihr seht es jetzt bei mir. Ich habe diese Kombination benutzt und abgepudert. Deswegen habe ich es euch nochmal mitgefilmt. Der SPF BFF Lichtschutzfaktor 50, einer der wenigen Lichtschutzfaktoren, die ich benutzen kann, ohne Breakouts zu kriegen, ohne diese kleinen Pickelchen zu bekommen, ohne so Unterlagerung zu bekommen. Vorteil von mineralischen Sonnencremes ist, dass er meistens viel verträglicher ist für empfindliche Haut als chemische Lichtschutzfaktoren. Er weißelt so ein bisschen, er hinterlässt so einen richtig schönen, sehr, sehr starken Glow und den vertrage ich sehr, 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 sehr gut und der funktioniert vor allen Dingen auch in Kombination mit dieser Foundation sehr gut. Das ist ein ganz einfaches Produkt. Super komplex, aber einfach zu benutzen. Ihr habt das Compact, ihr habt hier die Quaste. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Pinsel auftragen. Der Vorteil ist, wenn ihr das mit dieser Quaste auftragt oder mit einem Beauty Sponge, ihr arbeitet das Produkt richtig intensiv in die Haut ein. Und jetzt die Geheimwaffe, das Puder. Ich habe mein, kann ich schon sagen, mein Zauberpuder benutzt, was ja in wenigen Tagen da ist und das mattiert einfach das Make-up super gut. Der Vorteil ist hier, das ist halt vollgepackt mit Skincare. Deswegen ist dieser Glow mit da. Du musst ihn aber nicht so tragen. Warum ich es in dem Video so gemacht habe, ist ganz klar. Ich will, dass ihr das Produkt seht und nicht andere Produkte dazu.
was man damit noch machen kann, sondern nur das Produkt. Und so wie hier jetzt, kann ich euch zeigen, wie einfach, wie natürlich das Ganze aussieht. Ihr habt eine recht starke Deckkraft auf einer leichten Textur und durch das Einarbeiten spektakulär. Diese Vierer-Kombination super einfach zu benutzen und kann ich euch wirklich empfehlen. Schaut da also gerne einfach mal bei Jipoda vorbei. 30% auf alles im Summer Sale ist natürlich ein guter Punkt, um mal was auszuprobieren. Deswegen, ich verlinke euch einmal unten alles in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei und wir machen weiter mit diesem Mäuschen hier. Und das ist meine Geheimwaffe. Ich habe es euch neulich, glaube ich, in dem Vlog gesagt. Ich bin jetzt in meiner Dad-Era angekommen, ohne Dad zu sein. Ich bin auf viele Situationen vorbereitet. Gestern hat es sich bezahlt gemacht. Wir waren unterwegs. Danny brauchte eine Fusselbürste. Wer hatte sie dabei? Moi. Und das hier habe ich jetzt auch immer mit dabei. Das ist so toll. Ich lieb's. Das ist von Dumoul, auch der Eigenmarke von Rossmann, der Fleckenstift für unterwegs. Sieht ein bisschen aus wie ein Edding. Riecht jetzt nicht so bombastisch gut. Einfach rauspumpen. Und wenn du vielleicht mal, ich habe jetzt leider keinen Fleck hier, aber wenn du vielleicht mal so ein bisschen gekleckert hast, kannst du das da auftragen, ein bisschen rausreiben und dann ist der Fleck weg. In dicken Tomatensoßenfleck, der 3 Wochen eingebrannt ist, kriegst du damit natürlich nicht weg. Aber wenn du vielleicht ein bisschen geschmiert hast, so ein kleines Fleckchen oder so, ist das wirklich gut. Liegt ungefähr bei 2 Euro, ist es super handlich, passt in jede Handtasche und habe ich jetzt auch immer mit. Wie oft schmiere ich rum? Eigentlich, du kannst die Uhr danach stellen, sobald Maxim einen Teller vor sich stehen hat und isst, hat er auch einen Fleck irgendwo. Deswegen ist das jetzt immer mit dabei. Und wenn ich irgendjemand von euch auf der Straße sehe und ihr einen Fleck habt, fragt mich, ich gebe euch meinen Dumoul-Fleckenstift. Funktioniert sehr, sehr gut. Dann kann man den rauswischen und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ich mag das total gerne und für so ein schnelles Mal zwischendurch korrigieren ist das eine ganz spannende Empfehlung. Eine Sache, ich habe die euch schon so oft mitgegeben, die ist jetzt nicht so ganz Make-up, aber es ist das hier. Rival Loves Me. SOS Nail Oil. Es ist das Beste. Es ist das beste Nagelöl, was es gibt für mich. Es riecht gut nach Aprikose. Die Nägel sehen gepflegt aus und ich merke wirklich, wenn ich das nicht mache, wie schlecht meine Nägel dann aussehen. Ich benutze das eigentlich jeden Tag. Auftupfen und die Nagelhaut wird so gepflegt. Ich bin so eine Knispermaus, ne? Ich habe ganz furchtbare Finger. Und dann trage ich das immer auf, dann wird das schön gepflegt, dann sieht die Haut nicht so trocken aus, dann ist man auch nicht so motiviert, da was rumzuknispern. Es glänzt schön. Sieht sehr gepflegt aus, kostet 99 Cent. Also, was willst du da sagen? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es hat halt Ewigkeiten bei mir gehalten. Also, das habe ich jetzt, glaube ich, schon seit 3 Jahren oder so. Könnte ich eigentlich mal austauschen. Vielleicht fahre ich nachher nochmal zu Rossmann und schaue, ob ich das nochmal finde. Wollte ich euch aber nochmal mitgeben, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Produkt ist. Mit Kollagen und Bio-Mandelöl. Und es riecht nicht eklig. Ich habe das Gefühl, so Nagelsachen riechen immer nach Ammoniak oder so. Ich bin da sehr empfindlich. Ich bin da wirklich sehr empfindlich. Gerade wenn ihr so eine Knispermaus seid. Alternativ ist jetzt aber nicht Rossmann Eigenmarke, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Ist das hier Bioroutine Nagelpflegestiftöl. Ah, es funktioniert auch. Ich finde die Pflegewirkung davon aber nicht ganz so gut. Ist mal schnell für zwischendurch. Ist natürlich ein bisschen einfacher und handlicher, das in der Handtasche zu haben, so ein Stift, als so eine ganze Flasche Öl. Ich finde die Pflegeleistung davon aber nicht so optimal wie von dem Öl, ganz klar. Und nochmal zum Make-up. Da gebe ich euch nochmal 2 Produkte mit, weil ich neulich gefragt wurde, Maxim, was ist da eigentlich los mit deinen Augenbrauen? Ich sag's euch, wie es ist. Anastasia, es tut mir wirklich leid, aber ich bin da immer ehrlich zu euch. Ich war immer ein großer Freund von dem Anastasia Brow Freeze. Das von e.l.f. ist gut, aber nicht so gut gewesen wie das von Anastasia, und jetzt gibt es halt einfach mal das hier, den Brow Laminator von Rival Loves Me, und das ist literally 1 zu 1 genau dasselbe Ergebnis. Nicht dasselbe Produkt, aber dasselbe Ergebnis. Warum soll ich 24 Euro ausgeben? Ne, ich kann, also nicht nur, dass ich es nicht für euch mehr rechtfertigen kann, sondern ich kann es auch vor allen Dingen vor meinem Gewissen nicht mehr rechtfertigen, dass ich dann 24 Euro für ein verdammtes Augenbrauengel ausgebe. Deswegen, wenn ihr das von Anastasia mochtet, probiert es aus. Es ist wirklich. Es ist. Ich hab nicht mal das von Anastasia mehr hier drin liegen. So gut ist es. Also, es habe ich leer gemacht und jetzt habe ich das hier. Ist einfach, einfach. Wenn ich es nicht wüsste, könnte ich euch nicht sagen, dass das 3 Euro gekostet hat. Neulich habe ich ein Video gesehen von einer Maus, die gesagt hat, sie hat sich jetzt endlich mal das Brow Freeze geholt. Ich dachte mir so, Mäuschen, bitte bring's zurück und kauf dir einfach das. Und von den 20 Euro, weiß ich nicht, hol dir 2,5 Döner. 3. Nee, 2,5. Falls ihr noch eine Möglichkeit sucht, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne?
Aber nee, doch, ich gebe es euch trotzdem nochmal mit rein. Die Contouring-Palette von Revlon, die ist neu mit dazugekommen. Diese Farbe hier, erstmal, ich habe noch nie so ein cremiges Produkt in der Drogerie gehabt, ist die perfekte Contouring-Farbe. Kühl, und wenn du sie ausblendest, ich weiß nicht, ob ihr das, das kann man glaube ich nicht sehen. Du hast in der Mitte, hast du den kühlenden Teil, und wenn du es ausblendest, irgendwie habe ich das Gefühl, blendet es sich warm aus. Sieht man das, was ich meine? In der Mitte ist es schon fast so ein bisschen blaustichig und außen wird es ein bisschen wärmer. Keine Ahnung, wie es möglich ist. Aber der Vorteil dadurch ist, du hast eine Kontur, die perfekt ausgeblendet ist Richtung Bronzer. Was willst du tun? Ist einfach perfekt. Kannst du als Lidschatten benutzen, um so einen Verdunklungseffekt zu kriegen. Ist sehr verzeihend bei texturierterer Haut. Ich habe es bei einer Freundin neulich mal ausprobiert, die eine recht texturiertere Haut hat. Hat gut funktioniert. Also, Revlon Loves Me. Ich glaube mittlerweile. Nee, also wer heute noch sagt, Revlon Loves Me ist schlecht, der war halt einfach jetzt viele, viele Jahre nicht mehr in der Drogerie. Und vielleicht solltet ihr in den nächsten Wochen auch ab und zu nochmal in der Drogerie, vor allen Dingen bei Rossmann, an der Revlon Loves Me Theke vorbeischauen, weil ab und zu finden sich da ja Produkte, die vielleicht nicht ganz so oft da sind. Deswegen, ihr süßen Mäuse, ich verrate noch nicht zu viel, bleibt auf jeden Fall aktiv. In den nächsten Wochen wird es hier sehr, sehr aufregend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Produkten. Schaut unbedingt bei Jepoda vorbei, ich verlinke euch alles unten und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.